Kolleginnen und Kollegen, die Videoüberwachung, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist immer ein Eingriff in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Daher ist es wichtig, dass jede Videoüberwachung genau abgewogen wird und die Nutzung dieser Technik eben mit diesem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung abgewogen wird und geguckt wird, ist es wirklich notwendig, dass dort eine Videokamera steht. Aus Sicht der FDP soll es Videoüberwachung geben. Ja, an Brennpunkten, meine sehr verehrten Damen und Herren, an Brennpunkten dort, wo Videoüberwachung Straftaten verhindern oder aufklären kann. Derzeit haben wir auch den Gesetzentwurf zum Gefahrenabwehrgesetz vorliegen. Dort steht noch drin, dass Videoüberwachung auch zur Bekämpfung von Ordnungswidrigkeiten genutzt werden darf, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das halten wir als Freie Demokraten für falsch. Der Ordnungswidrigkeitenbegriff sollte dort gestrichen werden und wir sollten tatsächlich nur auf die Verhinderung und Aufklärung von Straftaten rekurrieren. Wir haben, meine Damen und Herren, in verschiedenen Anfragen als FDP gefragt, was plant eigentlich die Landesregierung mit der Videoüberwachung? Wir haben an vielen Standorten, insbesondere auch hier in Hannover, alte Videotechnik, analoge Kameras. Und wir sind der Überzeugung, dass wir diese analogen Kameras möglichst schnell ersetzen müssen durch digitale Kameras. Warum? Weil digitale Kameras ermöglichen, Teilbereiche zu verpixeln, dort wo in private Bereiche gefilmt wird. Digitale Kameras ermöglichen es datenschutzrechtlich einen besseren Schutz zu gewährleisten. Und deswegen erwarte ich von dieser Landesregierung, dass sie endlich einen konkreten Plan dafür entwickelt, sehr geehrter Herr Minister Pistorius, wie die Umstellung der analogen Kameras dort, wo notwendig, auf digitale Kameras vorgenommen werden kann. Es wurde ja gerade schon richtig gesagt, es müssen 77 Kameras in Hannover abgeschaltet werden. Dort hat ein Gericht dem Datenschutz zur Geltung verholfen, verehrte Damen und Herren. 77 Kameras in Hannover, die bald nicht mehr filmen, wo klar festgestellt wurde, so wie die Kameras im Moment installiert sind, ist das ein Verstoß gegen den Datenschutz. Und ich glaube, dass wir eine große Aufgabe haben, in diesem Bereich tatsächlich nachzusteuern und Kameras nur dort zulässig sein sollten, wo dies datenschutzrechtlich auch abgeprüft ist und mit dem Landesdatenschutzbeauftragten abgestimmt. Die Videoüberwachung in Bussen und Bahnen ist dann das andere Thema, das auch von den Kollegen von der CDU hier angesprochen wird. Es kann sinnvoll sein, dort, wo es Sicherheitsgründe notwendig machen, Videoüberwachung in Bussen und Bahnen vorzuhalten. Derzeit plant die Landesregierung jedoch eine flächendeckende und tageszeitunabhängige Aufzeichnung. Das ist aus meiner Sicht datenschutzrechtlich unzulässig. Und sehr geehrter Herr Minister Lies, der ist zwar im Moment nicht da, aber ich erwarte von dieser Landesregierung, dass Minister Lies diese datenschutzrechtlichen unzulässigen Pläne stoppt. Wir Freien Demokraten wollen keine flächendeckende und tageszeitunabhängige Totalüberwachung. Das ist nicht unser Weg. Das Einzige, was bei der Videoüberwachung in Bussen und Bahnen eigentlich tatsächlich helfen würde, das wäre die Echtzeitbeobachtung. Und dafür, verehrte Kollegin Jahns, braucht man auch nicht 77 Menschen, die das vorhalten. Aber nur wenn einer tatsächlich sich die Bilder ansieht, kann auch im Notfall geholfen werden. Und das ist doch das, was wir eigentlich in diesem Fall erreichen wollen. Ich komme zum Schluss, sehr geehrter Herr Präsident. Videoüberwachung sollte maßvoll eingesetzt werden, dort, wo es Sicherheitsaspekte notwendig machen und dort, wo es mit dem Grundrechtseingriff ordnungsgemäß abgewogen wurde. Ansonsten haben wir mit Videokameras eine Scheinsicherheit, die niemandem hilft. Vielen Dank.